Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Die theoretische Planung unseres Fluges nach Elba ist ja bereits fertig. Und nun wollen wir auch praktisch nach Elba fliegen. Seit Tagen schon beobachten wir mit Skepsis das Wetter in den Alpen. Eigentlich wollten wir schon am Samstag aufbrechen, aber das war gänzlich illusorisch. Und der Wetterbericht für Sonntag weist die Berge als vollkommen geschlossen aus. Allenfalls lässt er für den Sonntagnachmittag Hoffnung aufkeimen. Aber nach einem Telefonat mit dem Tower Elba ist klar, bis zur Schließung des Flughafens um 16.30 Uhr könnte es sehr knapp werden. Und Zeitdruck in der VFR-Fliegerei ist keine gute Randbedingung. Erst am Montag ist in den Bergen tolles Wetter zu erwarten. Aber der Flug aus dem Rheinland hier nach Hohenems südlich von Bregenz am Bodensee hat gestern Abend hervorragend und ohne irgendwelche nennenswerten Ereignisse tadellos geklappt. Auf ein paar Szenen des gestrigen Fluges habe ich also gänzlich verzichtet. Wir haben in einem Hotel in Hohenems übernachtet und sitzen nun, kurz vor 10 Uhr, ausgeruht und tatkräftig im Cockpit. Der wie immer sehr nette Türmer öffnet unseren Flugplan, wir folgen der Platzrunde nach Süden und biegen wie geplant in Feldkirch in das Wallgau ein. Das ist unsere geflogene Route mit Blick Richtung Süden. Wir fliegen also exakt unsere Planung ab. Von hier, wo die hohen Berge beginnen, bis zur Nordspitze des Gardasees, bei Riba del Garda, sind es etwa 180 Kilometer. Eine Dreiviertelstunde brauchen wir bis dorthin. Ich habe diese 45 Minuten auf ganze 2,5 Minuten komprimiert. Kurz vor dem Gardasee fallen wir aus rund 11.000 Fuß hinunter auf 1.500 Fuß. Die dann folgenden 15 Minuten fliegen wir in geringer Höhe über dem See und genießen diese zauberhafte Landschaft. Over. Information, Oscar Kilo, Sierra Yankee Kilo. Check 5-4 south. Oscar Kilo, Sierra Yankee Kilo, you are broken. We are maintaining 10,500 feet flight plan. Destination Lima, Foxtrot Kilo, Oscar. Currently tracking to visual point. Visual point 350. Oscar Kilo. Ah, das hier habe ich auch noch nicht gemacht.
Nee. Sonst sind wir immer von da gekommen, von Trento durch das ja, Tal ja. Und dann da rein, auch schon mal hier quer. Delta Foxtrot Alpha November Oscar Montano. Delta Foxtrot Alpha November Oscar, Pilatus Porter, Papa Charlie Six Tango. Bierfahrer von Molinella zu Speyer Echo Delta Romeo Yankee. Just passed Trentino Viola 10 miles north. Maintaining flight level 120, crossing 6205. Okay, in case of lost comm, switching over then to Innsbruck Radar 128.975 at the moment, maintaining your frequency. Cool, das aussieht da mit diesen Wahnsinn, beleuchteten ne? Felsen da. Wahnsinn. Super. Ja. Und nun, 5 Minuten vor Peschiera, steht der Durchflug der Kontrollzone Verona-Villafranca auf dem Programm. Verona Approach, good day. Delta Mike, Echo Mike Zulu. Delta. Milano Radar, di nuovo buongiorno dall'India del Faico Seracalli, 2000 piedi in bambù sull'Echo. In attesa, Delta Mike, Echo Mike Zulu, good morning, sir. Radar contact, time check 0914, KNH 1022, go. Delta Mike Echo Mike Zulu, QNH 1021. Type of aircraft is CT, Charlie Tango, two people, Microlight Advanced. VFR with flight plan from Lima, Oscar, India Hotel to Elba, Lima, India, Romeo Juliet. Position is 5 miles north of reporting point Pesquera del Garda Whiskey 1. Request crossing your airspace via Pesquera del Garda, Whiskey 1, to Mantova Süd, Sierra 1. Delta Mike Echo Mike Zulu, Roger, traffic info, left side, 500 feet above you, sir. Alfa Sierra Echo Charlie, buongiorno, sempre sotto controllo radar, traffico VFR mantiene 1500, ore 12, distante 7 miglia, avanti. Delta Mike Echo Mike Zulu, next reporting point after Peschiera. Delta Mike Echo Mike Zulu, inbound Peschiera right now. The point after Peschiera. Delta Mike Zulu, confirm. This is 0467. Ryanair 6 Echo Charlie, Roger sir, you have 8 miles and a half to run, number 1 tower, 11865, ciao. Peschiera, grazie, ciao. Delta Mike Echo Mike Zulu, are you able to proceed to Mantova? Will be track 175. Delta Mike Echo Mike Zulu, confirm proceeding to Mantova. Please repeat altitude. Yes, sir. Are you able to proceed VFR to Mantova? Will be magnetic track 175. Delta Mike Zulu 175, exactly. Correct, okay, Delta Mike Echo Mike Zulu, clear to cross via Mantova direct. Delta Mike Echo Mike Zulu, next report Mantova Süd, Sierra 1. Delta Mike Echo Mike Zulu, after Peschiera, where are you proceeding to?
Delta Mike Echo Mike Zulu, we are right now outbound Pescara and inbound Mantua in approximately 8 minutes. Very good, sir. Report Mantua, confirm that you want to maintain 1,400. Delta Mike Echo Mike Zulu, confirm 1,500. Very good, clear to cross, report Mantua. Clear from Mantua, Delta Mike Echo Mike Zulu. Diese Funksequenz ist eine für Italien nicht untypische Kommunikation. Eigentlich war in meinem ersten Funkspruch alles drin, was der Lotse wissen muss. Gleichwohl hat er zweimal nachfragen müssen, was wir genau wollen. Okay, auch ich habe ihn dann zweimal missverstanden. Das kommt noch erschwerend hinzu. Aber deshalb ist das Fliegen, respektive das Funken, in Italien bisweilen etwas anstrengender als in Deutschland. Aber gut, notfalls muss man die Details eben so lange wiederholen, bis dass alle Informationen widerspruchsfrei ausgetauscht sind. Sind wir jetzt in Toskana? Nee, noch nicht. Das hier ist, ich glaube, Ligurien. Ah, ja. Oder nee, das ist Venetien. Ah, okay. Delta Mike Echo Mike Zulu, position is 3 miles west of Lima India Delta Echo in 1500. Request climb him to 5500 in order to cross the mountain. Delta Mike Echo Mike Zulu, Milano copy. For the moment maximum 3000 feet for 5 miles, then will be 5500 the maximum in Gulf airspace. Delta Mike Echo Mike Zulu, Wilco. For the moment, maximum 3500. Ist denn hier irgendein Luftraumdeckel oder warum sagt ihr uns nur Max 3,5? Keine Ahnung. Hier ist ein Deckel, aber der ist 5,5. Deswegen habe ich ja 5,5 requested. Da, das ist in Milan. Okay. CTR 5,5. Ja. Und hier etwas weiter 10,5. Also, nee, das ist Cinque Terre. Ja, da ist gar nichts mehr. Keine Ahnung. Ja? Insofern verstehe ich es nicht. Vielleicht hat er irgendwie Verkehr oder keine Ahnung. Ja, möglich. Achso. Zulu Milano, if you wish you can climb till fly level 5,500 feet. Delta Mike Echo Mike Zulu, Roger, will climb 5,500. Vito Lima Tango Alpha, chiamava? Er hatte bestimmt irgendeinen Verkehr. Irgendwas, was hier gerade rumschwirrte. Aber nichts von gesehen. Nee. Quick Romeo Echo Milano, if you wish, you can climb till level 5,500 feet in the area. Climbing 5,500 feet, Delta Romeo Echo. Lo ripete per cortesia, che attraversamento? Assolutamente sì, di Alfa 778, è abile a procedere via Sona e poi Isola della Scala? Abile Sona e poi Isola della Scala. Posso mantenere 3,500 di quota? Quindi Alfa 778 la vedo a 1,400, può salire a 3,500. Sale a 3,500, sono a poi Isola della Scala, di Alfa 778, grazie. Prego. You wish to proceed on your present heading or you will avoid the Parma control zone passing west of the control zone? Passing west at the edge of the control zone. Okay, thank you, sir. Mirando information, good morning, Sierra Alfa Mike Victor Tango. 3 Alpha Mike Victor Tango Milano. Good morning, sir. We are helicopter Echo Charlie 30 from Monaco, Monte Carlo to Genova, leaving San Remo inbound to Albenga, 3000 feet. 3 Alpha Mike Victor Tango, good day to you. Squawk 4222, report approaching Ceriale, Genova contro Zon. Squawking 4222 and report approaching Genova control zone, 3 Alpha Mike Victor Tango. Also den Riptu wollten wir um 10.10 Uhr haben und wir sind jetzt 10 vor 10. Ja. Also wir sind ungefähr 20 Minuten vor unserem Flugplan. Sauber. Ja. Muss man das korrigieren über FIS oder? Nee. Ich würde das, wenn ich schneller bin, würde ich das nicht korrigieren. Wenn ich langsamer bin, würde ich das korrigieren. Ja. Damit du keinen Anruf kriegst. Genau. We'll be right back.
approach today, Delta Mike Echo Mike Zulu. Delta Echo Michael Zulu, buongiorno, 47,000 at 7,000 feet, correct? Delta Mike Echo Mike Zulu, that is correct. Our destination is Marina di Campo on Elba, but our intention would be follow the coastline right now in 1,000 feet, following Via Reggio, Marina Pisa, Süd Livorno to Ticina. Roger, copy the all. So you prefer to fly a low level altitude along the coastline, correct? Exactly. Confirm along the coastline in low level. Roger, I report via Reggio. Turning to 1,000 and thank you. Delta Mike Echo Mike Zulu, Roger, will report via Reggio in 1,000 feet. And Michael Zulu, for you set to the transponder 6221. And the squawk will come up at 6221. Ich glaube, Pisa gehört schon zur Toskana, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube auch, ja. Schick aus, ne? Super. Sieht echt genial. Schick aus. Oh, Berge und dann direkt Meer. Ja. Und das, was du da hinten siehst, die kleinen Inselchen, ne? Das ist das Ende von Cinque Terre. Ja. Versuch mal, ob du das drauf kriegst. Krieg's drauf. Delta Mike Echo Mike Zulu position right now via Reggio in 1,000 feet. We will follow the coastline to Ticina. Thank you so much. Please report Romeo Papa Whiskey 1 for instruction to cross the extension of the center line. Thank you. Papa Whiskey 1. Im Gucken. Stand by short. Romeo Papa Whiskey 1. Sierra 1 Papa 2 Romeo Papa Whiskey 1 Delta Mike Echo Mike Zulu, Roger, next report Romeo Papa Sierra 1 No, disregard Whiskey 1, Marina di Pisa Marina di Pisa, yeah, okay, Whiskey 1 Versprochen, scheiße, naja, nicht so wild no. Traffic Alpha 906, Charlie 130, and after Ponte d'Aero request to climb the flight level 100 for Laiatico parachuting activity. Okie dokie, will be with the different approach. You can talk on them since now. With the frequency, please. 125, 825, Alpha 906. 5825, thank you, bye. Delta Mike Zulu, continue southbound, Livorno South, and report. Delta Mike Echo Mike Zulu, Roger, maintaining south, next report, Romeo Papa Sierra 2. Delta Mike Echo Mike Zulu, you will report Cecina. And if there is no contact with us due to the low level, please contact Roma Information on the 125.
Decimal 750. Delta Mike Echo Mike Zulu, Roger, 125, Decimal 750, Roma Information. For the moment, stay with us, and if there is no contact over Cecina, you will contact Roma Info, okay? Delta Mike Zulu, Roger. Thank you. Marina di campo, Tower Delta Echo Echo Romeo Echo, buongiorno. Der Typ fliegt die ganze Zeit schon vor uns her. Ja. Die hören wir noch nicht. Marina di campo, Tower Delta Echo Echo Romeo. Delta Echo Echo Romeo, north of your airfield, request runway in use for landing. Wir hören den Flieger zwar, aber den Tower nicht. Ja. First attempt. Jo. Marina di Campo Airport, good day and buongiorno, Delta Mike Echo Mike Zulu. So viel dazu. Nothing at all. Während wir hier nun auf den Meldepunkt November Echo One zusteuern und auf ein Lebenszeichen des Tower-Lotsen warten, bleibt uns etwas Zeit und Muße, den fantastischen Ausblick zu genießen und einen Blick auf die hier ganz in der Nähe befindliche erste Adresse Napoleons zu werfen. Diese befindet sich nämlich genau hier an der schönsten Stelle der Halbinsel von Porto Ferraio. Wir haben noch einen kurzen Moment Zeit, uns daran zu erinnern, warum jener berühmte Franzose ein Jahr lang hier auf dieser Insel interniert war. Bekanntlich hatten 1814 England, Preußen, Russland und Österreich nach dem Desaster von Napoleons Russlandfeldzug und der im Anschluss ebenfalls verlorenen Völkerschlacht bei Leipzig sozusagen den Kaffee auf mit den Eroberungsgelüsten des Herrn Bonaparte. Auf dem Wiener Kongress zwang man ihn deshalb zur Abdankung als Kaiser und verbannte ihn im April 1814 nach Elba. Man versprach ihm dann diese Insel als Fürstentum sowie eine satte Pensionszahlung in Millionenhöhe. Nun, er hätte dieses Angebot vielleicht besser annehmen sollen, anstatt ein Jahr danach gleich wieder zurückzukehren und drei Monate später sein finales Waterloo zu erleben, von dem er sich dann, von den Briten deportiert, bis an sein Lebensende auf der südatlantischen Insel St. Helena erholen durfte. Gut 200 Jahre ist das nun schon her. Im Gegensatz dazu steht unsere Landung auf Elba nun unmittelbar bevor. Marina di Campo Airport, good day, Delta Mike Echo Mike Zulu. Mike Echo Mike Zulu, Marina, good afternoon, go ahead. Good afternoon, this is Delta Mike Echo Mike Zulu, type of aircraft is CT, Charlie Tango, Microlite Advance, VFR with flight plan from Lima, Oscar, India, Hotel. Current position is 5 miles north of reporting point November Echo 1 for landing, please. Mike Echo Mike Zulu, Roger, continue the approach. Preferred runway 16, window 16 is good. 13 knots, skin Echo 1 of the field inside. Marina di campo da India 8972, base sinistra 16. Tricamera finale 16972. India 8972, sta entrando in finale 16. Radio a discrezione 16, 170, 13 noti. Delta Mike Echo Mike Zulu, Roger. Active runway is 16. We'll report runway inside and please repeat QNH. QNH 103. I read you 2 only. Once again, please repeat QNH. 1023. Okay, QNH 1023. Delta Mike Echo Mike Zulu.
Ah, hier geht's rauf wie im Fahrstuhl, du. Ja. Hast du gemerkt? Ja, ja. Wie im Fahrstuhl. Delta Mike Zulu, turning final. 1-6. Marina inside, landing on discretion 1-6, wind 1-6, 0 degrees, 1-3 knots. Ach, ganz schön hoch. Nimm noch eine Klappe mehr, dann kommst du besser runter. Dazu bin ich zu schnell. Okay. Aber du bist ja genau im Pfad. Ja. Drei rote, alles gut. Ja, Piste ist lang. Bahn ist lang. Wir müssen aber nicht dreimal Landegebühr bezahlen. Das wär's ja. Mike Zulu, Marina on ground, 210, make 180, backtrack, vacate, via Bravo. Delta Mike Echo, Mike Zulu, backtrack 1-6, vacate via Bravo. Is it possible to get one of your hangar places in the green tent? Hangars, okay, in this case, make 180, backtrack, vacate via Charlie. Delta Mike Zulu, Roger, vacate via Charlie. Sogar noch dazugekommen. Was? Da sind sogar noch Tents, also Zelte dazugekommen. Ah ja. Ja. Nicht schlecht. Wunderbar. Ich weiß jetzt nicht, wo wir hin sollen, aber. So. Ja, dann hältst du einfach mal da an, guck genau. Mal. Notfalls können wir die auch reinschieben. Ja. Einfach mal hier rumstehen und dann werden wir schon sehen. Delta Mike Echo Mike Zulu, ran, wer weggated. Good, thank you. Auf Elmar. Ja, willkommen, sehr schön. Als erstes rufen wir unser Hotel an und bitten um den verabredeten Pickup-Service. Dann aktualisieren wir unseren Wasserhaushalt mit dem netten, direkt am Airport beheimateten Bistro. Und nach dem Hotel-Check-In machen wir einen ersten Spaziergang ins nahegelegene Marina di Campo. Morgen bleibt der Flieger stehen, erst übermorgen fliegen wir wieder heim.